Hallo, ich bin wieder zurück aus meinem Kampfe. 8 Tage überlebt habe ich das letzte Mal. Waren 8, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich versuche jetzt trotz allem Wissens doch nochmal zu pennen, weil ich mag es nicht im Dunkeln. Also wirklich, da habe ich mehr Schiss. Oh, und jetzt geht's. Ich wollte gerade schon sagen, oh, ich habe einen Vorteil gegenüber den Ureinwohnern, weil ich quasi weiß, dass gleich jemand kommt und auch wie viele und so. Habe ich offensichtlich nicht. Nein, meine ganzen Loki-Lokis sind weg. Oh, das ist ja blödi. Das ist echt blödi. Wisst ihr was? Ich hol's jetzt erstmal diese Bäumchen hier ab. In der Hoffnung, dass dann keiner mehr kommt, weil die Ureingeborenen finden mich ja sowieso auch in diesem Spot. Und Ignis hat mir auch noch gar nicht gesagt, ob das der richtige Spot ist. Mann, echt. Spiele ich hier die ganze Zeit wie eine Bekloppte und weiß das gar nicht. Gibt es vielleicht noch einen anderen Spot, der wichtiger, safer ist? Also so für mich als Anfängerin? Wäre nicht mal so schlecht zu wissen. So, was habe ich gelernt aus meinen letzten Kämpfen? Immer noch gucke ich zu sehr auf den Boden. Ich habe einfach dann Schiss und kann mich nicht wirklich konzentrieren. Theorie verstanden, Praxis leider erfolglos umgesetzt. Was habe ich noch gelernt? Ich greife nicht genug an, auch wenn jemand halt alleine steht. Und ich muss quasi nicht nur starrsteif dastehen, sondern halt wirklich auch mal einen Angriff übergehen. Und zwar genau dann, wenn halt eben jemand alleine steht. Ja, Theorie verstanden. Praxis werde ich vermutlich erst in 20 Jahren umsetzen können. Ich weiß auch nicht, aber ich habe echt, also vielleicht ist das auch so ein Mädchending. Also ich will jetzt hier auch keine Schubladen irgendwie bedienen. Aber ich habe echt Schiss davor. Vor allem auch, weil wenn das jetzt. Also ich meine, ich hätte eh, glaube ich, Hemmungen, irgendwie einen Menschen zu schlagen, aber gerade dadurch, dass es halt irgendwie anscheinend keine Menschen sind, sondern irgendwelche Zombie-ähnlichen, Vampir-ähnlichen Wesen, bin ich echt. Ja, ich weiß auch, ich habe echt Schiss davor, den Teilen. Wer weiß, was die sonst noch alles können. Ich meine, die laufen mega schnell, die können diese Bäume hochklettern, wie so Eichhörnchen. Obwohl Eichhörnchen ja echt süß sind. Also, weiß ich nicht. Also ich habe da echt Schiss, ich bin da einfach nicht so abgehärtet. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil, ja, sollte man auf jeden Fall auch einen guten Respekt haben. Jetzt habe ich mich schon vor dem Hasen erschreckt. Mann, 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 ey. Alter Falter. So kann es gehen. Aber das Gute ist auf jeden Fall, ich habe wieder das Blinkbläu nicht gehört, was überhaupt nicht cool ist. Oh, die hat Haare diesmal. Oh, sind 3 Stück. So. Wo kam die denn auf einmal her? Und ich habe wieder Medizin. So, und jetzt versuche ich diese einzelne Ische mal anzugreifen. Wieder auf den Boden. Oh Mann, ey, wo ist er denn? Verdammt, jetzt bin ich schon wieder tot. Oh Mann, das ist eigentlich gar nicht witzig. Aber 9 Tage überlebt. Achso, ich habe zwischendrin einmal geschlafen. Das zählt jetzt auch nicht so wirklich. Oder auch immer diese dramatische Endscreen-Musik. Mann, da kann man ja nur nervös werden, oder? Blutverschmiertes Äckchen und blutverschmierte Hände. Ja, würde ich sagen, gleich nochmal. Und auf in den Kampf. Also ich finde auch diese Dame mit den Haaren sieht auf jeden Fall ein bisschen freundlicher aus als die mit der Glatze. Ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie, also grundsätzlich jeder, was er machen will, natürlich, aber ich finde immer, wenn man so eine Glatze hat, sieht man so ein bisschen ja nicht so gesund irgendwie aus. Weil, ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich das gesellschaftliche Bild einfach, was ich habe. Und dann noch diese Zähne, wo sie dann immer so ha, ha, ha machen. Boah, sieht aus wie so Werwolf. Ich wette. Oder was heißt, ich wette, man kann ja Vermutungen anstellen, dass das irgendwie wirklich so mutierte Wesen sind, die sich jetzt auf dieser einsamen Insel zusammengerottet haben, um die Menschheit irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin echt mal gespannt, falls dieses Spiel jemals zu Ende entwickelt werden sollte, wie die Story dahinter ist. Das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum ich das echt gerne mag, dieses Spiel, weil mich einfach die Story dahinter interessiert. So, also, was haben wir gelernt? Jetzt erst nochmal pennen gehen, damit es hell ist. So, sehr schön. Und vor allen Dingen auch tagsüber weiter darauf achten, dass keine Ureinwohner da sind.
Was wollte ich vorhin eigentlich sagen? Genau, dass wir Medizin noch haben, haben wir aber gar nicht mehr. Anscheinend hatte ich zwischendrin noch mal blöderweise irgendwie gespeichert. Also ist die Frage, ob wir uns noch mal irgendwie kurz Medizin irgendwie holen, damit wir irgendwie eine Chance haben zu überleben. Oder macht das sowieso keinen Unterschied? Obwohl letztes Mal habe ich das eigentlich schon ganz cool hinbekommen mit dem Medizin nehmen, fand ich zumindest in meiner Wahrnehmung. Diesen Busch holte ich auch schon zum 500. Mal ab. Wo waren denn, ja, wo waren denn, wo waren denn so Köfferchen oder so, wo ich das finden kann? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, da oben war irgendwie so ein, war da oben nicht so ein kleiner See, wo auch so Köfferchen lagen? Oh, ja, wer ist denn da? Oh, das ist dieser Feuerteufel. Hallo, Feuerteufel. Ich habe mich nicht für dich erschreckt, aber bist du alleine, Feuerteufel? Vielleicht gibt es ja auch so gewisse Feuerteufel. Na, wie habe ich das gemacht? Ha! Wo ist er denn? Ich brenne zwar. Wo ist er denn? Ah, da. Aber schön aufgestanden, erstmal geblockt. Also erwarte ich auf jeden Fall ein Lob. Oh Gott, ich bin schon wieder nervös. Ja, meine Nervosität hält an, ich weiß. Deswegen gucke ich mir erstmal den Kopf an. Oh Mann, okay, ich bringe es erstmal runter zum Evergy. Ganz mutig, ohne Axt, laufe hier rum. Ich kann es ja. Ich kann mich auch mit meinen Händen verteidigen. Das war schon fertig, ne? Ups. Bisschen schnelle Mausbewegung, oder? Ich brauche noch einen Kopf. Es wird schon wieder dunkel. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich habe auch mega Hunger, ne? Und ich habe schon wieder Rüstung verloren. Ich habe weder Rüstung noch Medizin und ich habe total Hunger. Okay, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich brate mir erstmal was zu essen, damit ich wieder ein bisschen Energie bekomme. Und dann mache ich mich mal auf die Suche nach ein bisschen Medizin und Rüstung. Weil sonst macht das ja alles überhaupt keinen Sinn. Zumindest nicht in meinem. Zumindest nicht in meinem. Oh nee. Scheiße. Gibt es hier kein Steuerung Z? Verdammt! Jetzt habe ich C gedrückt und mein Cabin ist weg. Oh, leck mich doch am. Echt mal. Aber ganz hinten und ganz tief. Echt mal. Kriege ich das jetzt irgendwie wieder zurück? Warum gibt es denn jetzt kein Steuerung F? Ich meine, wenn ich ein Tierchen aufs Grillchen legen will, ja, dann muss ich C drücken. Das ist der Fall. Und wenn ich jetzt hier einen Blueprint habe, ja, den ich auch wieder mit C mitbekomme, also bin ich die Einzige, der das so geht, oder ist das einfach nur bescheuert? Ich meine, das ist doch reine Pixelarbeit. Bin ich hier im Pixelland? Okay, wo kam ich denn her? Von da? Ja, ich glaube, ich werde jetzt. Wie sehe ich denn, wie spät es ist? Gehe ich jetzt nochmal kurz Koffer suchen oder so und einem Rüstung, also Medizin und Rüstung? Oder mache ich erstmal ein Nickerchen? Ach komm, was soll's? No risk, no fun, oder? Was war das denn für ein Feuerteufel? Wieso war der alleine? Gibt es da irgendwie so einen Rhythmus? So manche kommen alleine, manche kommen zu mir. Ich meine, der hat mich angezündet. Der hat mich angezündet. Hallo, Herr Lurch. Lurch, lurch, lurch. Oh Mann, weißt du, wenn ich nach unten schlagen soll, schlage ich nicht nach unten. Mann, das ist aber auch wie verhext ist das. Wie verhext ist das? Also, während ich jetzt hier noch so fröhlich frei rumlaufe und quasi mich auf den Suche nach ein bisschen Rüstung und ein bisschen Köfferchen mache, beziehungsweise Medizin, werde ich dann doch mal anfangen, wieder von meinem YouTube-Leidenschaft zu erzählen, was ich halt sonst so gucke. Und zwar, was mich total fasziniert, es sind auf jeden Fall diese ganzen Lernvideos. Also egal, was es ist, ob es jetzt irgendwie eine Software ist, jetzt wie Photoshop, InDesign, Illustrator, die ganzen Adobe-Programme, oder ob es einfach nur ist so, wie lerne ich ein Musikinstrument oder wie backe ich am besten einen Apfelkuchen oder sonst was. Also diese ganzen Anleitungen, die einfach ganz viele verschiedene Menschen in ganz vielen verschiedenen Methoden und so weiter sich zusammengeschustert haben, finde ich mega faszinierend. Das heißt, eigentlich kann ich mir mittlerweile halt alles selbst beibringen, ohne irgendeinen blöden Kurs oder sonst irgendwas besuchen zu müssen. Und das finde ich echt super, super cool. Ich bin sowieso jemand, der
ja, sich gerne irgendwie was selber beibringt, selbst gerne dazulernt und auch guckt, weißt du, wie machen das andere? Man muss das Rad auch nicht immer neu erfinden. Und das liebe ich halt total auf YouTube. Manchmal gucke ich mir auch so DIY-Sachen einfach total gerne an, weil ja, auch gar nicht unbedingt ums nachzubauen, sondern einfach zu sehen, wie denn andere so quasi ihr Leben meistern oder wie sie es halt quasi machen. Finde ich einfach total spannend. Und das geht von, wie gesagt, bis von halt irgendwelchen ja, Adobe-Programmen, so Photoshop oder sowas gucke ich mir halt gerne an. Mein Gott, da gibt es ja total die Freaks, die total geile Sachen machen können. Als halt auch, ja, wirklich, wie baue ich mir mein Regal ins Zimmer richtig rein? Oder wie kann ich das anpassen und designen? Und was ich natürlich auch gerne gucke, muss ich gestehen, vielleicht auch ein Mädchenschubladending, die ganzen, oh, eine Flair. Ist die so ein paar Beauty-Kanäle. Also so die ganz großen, so, die auch quasi nur noch so auf Community und bla und oh, wir machen nur noch Scheiße und machen überhaupt nichts Sinnvolles, zumindest in meiner Achtung nicht, finde ich irgendwie ziemlich bescheuert. Aber irgendwie wirklich, wie man sich selbst auch verändern kann und was es halt auch für eine Wirkung auf andere hat. Und so finde ich eigentlich ziemlich geil. Gucke ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Ah, war nicht da oben das Flugzeug? Oder war das bei der letzten Landung? Ich weiß nicht, war es nicht hier, wo ich das erste Mal von Eingeborenen überrascht wurde? Kann ich hier die Felsen hochlaufen? Offensichtlich nicht. Und dann sofort fertig war? Ich weiß es nicht genau. Das esse ich bestimmt nicht. Ich habe gelesen, man darf nur die blauen Beeren essen. Wo waren denn jetzt so Köfferchen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. I'm lost. Totally lost. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Eigentlich ist das ja... Ich glaube, jetzt laufe ich im Kreis. Eigentlich ist es ja genau die Story, die... Oh Gott! Die auch bei Lost... Entschuldigung, ich erschrecke mich wirklich immer so. Was soll ich machen? Ich bin einfach sehr schreckhaft. Auch grundsätzlich so bei mir auf der Arbeit, wenn irgendjemand um die Ecke kommt und ich damit nicht gerechnet habe, dann bin ich auf jeden Fall immer mega schreckhaft und schreie auch immer und immer so, Mann, Gott, weißt du, Paula, warum erschreckst du dich so bescheuert? Huch, wo ist er denn hin? Warum erschreckst du dich so bescheuert, weißt du? Ich meine, verständlicherweise, oh, ich könnte ein Köpflein mitnehmen für mein Evergy. Und ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist das irgendein Trauma aus meiner Kindheit, was ich noch nicht verwunden habe. Aber ja, so ist es nun mal. Ich bemühe mich zutiefst, aber wenn er einfach so aus dem Nichts kommt und ich auch nicht diese tolle, oh, es kommt ein Ureinwohner-Musik höre, dann, ich bin zwar nicht hungrig, aber ein paar Snacks am Rande können auf keinen Fall schaden. Dann erschrecke ich mich. Mein Gott, ist das nicht auch natürlich? Wer sich nicht mehr erschreckt, ist auch kein Mensch mehr. So, der ist ein Ureinwohner. So, alle, die das Spiel spielen und sich nicht erschrecken, sind Ureinwohner. Das ist nämlich die Sache. Und ich bin schon wieder im Kreis gelaufen, soweit ich das erkenne hier. Verdammt. Naja, ich erkunde ja auch die Insel. Was soll's. Ich hoffe nur, es wird nicht dunkel. Weil Paula, dunkel, Wald, erschrecken, ne? Dauer 5 Minuten Geschreie. Das will sich keiner antun, noch nicht mal ich selbst. Aber ich will doch ein bisschen Medicine haben. Medicine am Abend vertreibt Kummer und Sagen. Oh, schon wieder bin ich jetzt schon wieder im Kreis gelaufen? Mann, 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 da sieht man mal, wie, wenn man keinen Kompass hat, wieso habe ich eigentlich keinen Kompass, dass man sich echt so null orientieren kann. Ich meine, im Prinzip laufe ich eigentlich nur geradeaus. Jetzt, ich will mal ein Köfferchen finden. Alter, wo ist denn ein Köfferchen? Dude. Da ist vorne Strand. Am Strand lagen noch mal ein paar Köfferchen. Sind dann quasi von der Strömung. Ein Boot! Da war ich auch noch nicht. Ich will aufs Boot. Scheiß auf die Koffer, ich will aufs Boot.
Ich schwimme jetzt aufs Boot. Und da liegen da vorne Köfferchen? Ich kann jetzt eh nicht speichern, von daher ist auch egal. Mal schnell über die Steinchen springen. Da liegt noch ein Ureingeborener. Kann ich die eigentlich auch zerhauen, die ich nicht selbst gemacht habe? Hahaha. Einer weniger. Gibt es hier irgendwo ein Köfferchen? Nope. No Köfferchen. Ich schwimme aufs Boot. Soll dir auch Haie geben? Ich habe ja, stimmt, ich habe schon Haie gesehen. Mal gucken, ob ich jetzt, kann man gegen Haie eigentlich auch kämpfen? Mir doch egal. Habe ich eigentlich meine Flairgun noch? Ja, ne? Weil ich ja schon in dieser Höhle war. Oh, krass, da vorne sind Haie. Wollen wir das mal ausprobieren, was passiert? Wir probieren das jetzt mal aus. Oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Ah, ich habe Angst, ich gehe doch wieder zurück. Ah, nee, ich will doch. Wollen wir es ausprobieren? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Was ganz Neues? Ach, guck mal, vielleicht kann ich da vorbeischwimmen. Vielleicht bin ich schneller als die Haie. Kennt ihr diesen einen Film? Wo war das denn? Die blaue Lagune oder so, wo der immer geübt hat, an den Haien vorbeizuschwimmen. Und quasi als er und war halt quasi total gut da drin und wusste dann halt quasi auch, wann immer der kommt. Und irgendwann, Entschuldigung, als er dann quasi einer auf seiner Insel, auf den Insel gestrandet ist. Entschuldigung, jetzt habe ich vor lauter Schrecken einen Hustenanfall. Ich kann nicht aufs Boot rauf. Oh Gott! Verdammt! Ganz ehrlich, da konnte man sich doch nur erschrecken, oder? Auf einmal, ich meine, ich konnte nicht aufs... Und ich wollte doch noch meine blaue Lagunengeschichte zu Ende erzählen. Also auf jeden Fall kurz zur blauen Lagunengeschichte zurück, das wollte ich noch kurz erzählen. Hat er dann geschafft, seinen Feind, der auf seine Insel kam, dann quasi mit diesem Trick, in dem er schneller war als der Hai, aber der andere nicht, quasi dem auszuweichen. Aber ganz ehrlich, das war jetzt ein Bug bei meiner Situation, weil ich war auf dem Schiff, ich konnte bloß nicht drauf und dann ist in dem Schiff ein Hai geschwommen und mit so einem riesen Maul, boah, alter Falter, habe ich mich erschreckt. Okay, den Endscreen guckt eh keiner mehr. Also, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ich freue mich.